Hey Kinders, was geht bei euch ab? Herzlich willkommen hier zum nächsten CSGO Overwatch auf Ums, Mirage, fast den Namen vergessen. Heute ist wieder Livestream, vergesst es nicht, das habe ich schon mal direkt am Anfang gesagt. Ja, um 18 Uhr geht's los, also wahrscheinlich läuft da jetzt schon. Verpasst ihr nicht, kommt dazu, ich habe ihn euch unten direkt verlinkt, es ist ganz einfach zu finden. Der Link steht ganz oben in der Beschreibung. Also, um zum letzten Overwatch kurz zu sprechen zu kommen, ich habe nichts gedrückt, also ich war mir zwar dann so mittelsicher, also ich dachte mir, es ist wahrscheinlich ein Aimer. Einige von euch haben diesen Verdacht auch gehegt. Aber die meisten waren sich auch nicht so sicher. Und ihr wisst ja, wie es ist. Wenn man sich nicht zu 100% sicher ist, dann sollte man, soll man nichts drücken, ne? Im Zweifel immer für den Angeklagten, weil man will dann doch niemanden einfach so aus Versehen mehr oder weniger bannen lassen. Ja, das wäre dann Kacke. Und deswegen habe ich dann nichts gedrückt. Aber wenn ich was zwingend hätte drücken müssen, wenn es um Leben und Tod gegangen wäre, dann hätte ich ihm auch immer Unterstützung gedrückt. Wow, da war noch ein kurzer Mini-Lag mittendrin. Ja, das nächste Overwatch ist am Start. Endlich mal nicht das 2. Habt ihr schon gewisse Einschätzungen jetzt direkt am Anfang, wie es wohl so ist mit ihm, was bei ihm läuft? Also, ich würde sagen, er hat jetzt, schön gewusst oder geguckt, er hat in die Ecken ganz gut reingefuhrwerkt. Oh, das hätte aber auch in die Hose gehen können, Monsieur. Wenn der jetzt einfach durchgekommen wäre, hätte er wahrscheinlich mit der Flash in der Hand einen Headshot gefuttert. Guck mal, die sind da jetzt alle, sie warten da drin. Wir können ja mal direkt auf den Rank schließen, aus dieser Aktion, wenn sie alle da mittendrin aufeinander sitzen. Gut, der Molly ist auch nicht schön durchgeflogen, von daher ist das auch wiederum Kacke. Ja, vielleicht spielen sie Only Banger, man weiß es nicht. Guck mal, wie er sich versteckt. Er musste nach der Ecke gucken, um sich auch wirklich sicher zu sein, dass er in der Ecke steht. Gut, das passiert mir in letzter Zeit auch recht oft, dass ich überall hängen bleibe und dann erstmal hingucken muss, wo ich stehe. Er hat ja schon recht prächtig durch diese Wand geguckt oder gucken können. Wir warten mal ab, was er jetzt macht. Der letzte ist unter ihm. Gut, jetzt hat man ihn auch gehört. Der wird auch auf der Karte angezeigt und er ist tot. Was ich jetzt drücken würde, ich werde mir es noch ganz zu Ende anschauen, aber ihr könnt gerne jetzt schon mal eure Gedanken ausspeichern und in die Kommentare schreiben. Das ist echt richtig cool. Diese Herangehensweise macht wirklich am meisten Spaß, weil ich eben auch, ja, wir können richtig fachsimpeln oder ihr fachsimpelt untereinander und ich sag dann, ja, und ich hätte das so gemacht oder ich dachte das so und hin und her. Das ist wirklich sehr nice. Guck mal, er weiß, dass der eine da links neben ihm ist oder vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall werden die da unten angezeigt, die machen Rabatz und wahrscheinlich schreit auch der Kerl im Window, dass da welche sind. Habt ihr das gesehen, wie er nach hinten schaut? Also, er wollte den hinter sich genau im Auge behalten, er ballert da auch voll durch die Smoke durch, was unter Standardumständen auch jetzt nicht so tragisch wäre. Aber es kommen hier wirklich sehr viele Indizien auf einmal auf einen zu. Also ich würde es sieht schon weg, er behält ihn immer im Auge durch die Wände. Er guckt immer nach rechts, also er tut zwar so, als wenn er in jede Ecke guckt, was, ja gut, was hier vielleicht auch tatsächlich nötig wäre, er könnte hier sein, aber er ist immer wieder nach rechts ausgeschwungen, sehr weit, um eben gucken zu können, wo er ist. Mittlerweile müsste er auch wissen, wo er ist, also weil die Gegner, weil die Mates ja eben gekillt wurden, also der eine. Er hat ihn unter sich nachladen gehört, ich weiß nicht, warum er da jetzt so ein Geschiss macht. Vielleicht hört er aber auch nicht gescheit. Vor kurzem haben wir auch im Stream zusammen gespielt und da war auch jemand dabei, der dann Soundprobleme hatte und da musste er irgendwie über die Bildschirmlautsprecher hören. Das ist Kacke. Das ist wirklich Kacke. Also dann noch nicht mal über ein gescheites System, sondern über die Bildschirmlautsprecher, das ist wirklich haarig. Ich glaube, da würde ich auch nicht wirklich raffen, wo was ist. Ja, dann mache ich das hier mal noch schön runter, obwohl eigentlich sind die Geldangaben ja völlig wurscht. Wir gucken mal ins Scoreboard rein. Aha, 9, 1, 4, 2 MVPs und ein Score von 19. Das ist ja eigentlich vollkommen in Ordnung. Warte mal, wo ist jetzt die Maus? Verschissen nochmal. Ich will nochmal. Mein Gott. Was war denn das für ein... Was schätzt ihr, wie die Elo ist? Wer kommt so sneaky mit einer AWP zoomend um die Ecke gekrochen an einem Punkt, wo höchstwahrscheinlich auch eine AWP einem gegenübersteht? Ich meine, sowas erlebe ich auch oft auf LELM und darüber. Also nicht oft, aber ab und an. Sowas manchmal machen das manche. Ich traue mich das einfach nicht. Es fühlt sich immer eklig an, wenn du irgendwo rumpiekst. Alleine schon schleichend um die Ecke ist unangenehm bei einem AWP-Duell. Man will irgendwie schnell um die... Gott, ich hab voll gespuckt. Man will irgendwie schnell um die Ecke kommen, ne? Und trotzdem kriechen manche. Gerade im letzten Stream war es, glaube ich, ähnlich. Da wurde ich dann auch... Da hatte ich einen Lauf, zwei, drei Runden oder Kills in einer Runde schön geschnitzelt. Dann fängt die nächste Runde an und ich sag auch noch, das hat auch jemand geklippt und ich sag noch irgendwie, jetzt bin ich wahrscheinlich gefickt oder so. Und dann in dem Moment, pop, machst diesen Klatscher, weil ich zoome die Mitte von dem Punkt, wo er herkommen kann, von diesem von mir ausgewählten Punkt.
um ihn wegzuflicken. Und er kommt so, er kommt an der Kante gekrabbelt, so wie der gerade eben. Damit rechnet man einfach nicht. Wer macht sowas? Naja, wir schauen jetzt mal kurz nach den generellen Stats. Also das Suspect hebt sich schon etwas ab, wobei jetzt natürlich der Unterschied zum zweiten, dritten in seinem Team jetzt nicht sonderlich groß ist. Und auch der erste von den Tees ist ja ganz gut. Es läuft ja mittelprächtig, ne? Bei ihm hat er immerhin auch schon 9 Kills, beziehungsweise wenn man ausschließlich auf die Punkte guckt, 23 Punkte. Das geht ja noch. Nichtsdestotrotz, Elo-technisch würde ich jetzt eher eine niedrigere Elo auswählen. Und wie er voll die Nate anguckt. Ah, da kommt sie. Das ist ein Dödel, ey, wirklich. Ja, also eine niedrige Elo würde ich nehmen. Um jetzt eine zu nennen, ich sag mal, vielleicht Gold 1. Guckt euch mal die Verteilung an, wie sie laufen. Er ist der letzte City. Die Tees, wie die sich verhalten, was sie mit der Bombe machen, wie schnell sie versuchen, die Bombe zu planten oder was sie generell mit der Bombe machen wollen. Zumindest der Bomberich scheint ja ein extremer Kacknoob zu sein. Außer sie haben schon diesen Ausnahmezustand. Ne? Es gibt ja dann Leute, die komplett verzweifeln. Also wenn sie nur glauben, jemand cheatet im Gegnerteam, ne? Also keiner weiß, ob es so ist, aber wenn jemand diesen bescheuerten Verdacht hegt jemand, dann geben manche ja instant auf und machen dann nicht mehr gescheit. Was richtig kacke ist, weil in 80% der Fälle ist einfach nur ein guter im Gegnerteam und fickt die Leute und dadurch geben sie einfach das Spiel auf. Man sieht jetzt vor kurzem, dass das Spiel vom Dienstag, heute ist Donnerstag, oder? Ja. Im Stream vom Dienstag, genau in dieser AWP-Runde, da habe ich zwei Leute durch die Smoke geholt. Einen, noch nicht mal wirklich gut, den hat man, ich habe einfach sein Ankle unten gesehen, ihr wisst schon, den Fuß. Und dann konnte ich erahnen, wo er ist, und habe reingeballert. Und ich meine, in der gleichen Runde oder direkt darauf, habe ich einen so halb auf gut Glück und ein bisschen daran angepeilt, woher seine Schüsse durch die Smoke kommen, weil er hat auch auf mich geschossen, habe ich ihn durch die Smoke gekillt. Und er hat dann direkt geschrieben, ja, Report für beide Smoke-Schüsse. Sofort Report, überlegt mal. Keine Auffälligkeiten und jemand killt dich durch den Smoke und man ist so minder bemittelt. Und ich weiß auch nicht, schätzt sich selbst und die gesamte Community so schlecht ein, dass es für diesen Kerl unmöglich ist, dass jemand clean durch den Smoke ballern kann. Und da hat er mir dann direkt Reports gedrückt, also richtiger Hundebock. Und ich habe so ein bisschen den Faden verloren. Ach ja, genau, die Community. Wenn man sowas im Kopf behält und dann Leute hast, die aufgeben, nur weil jemand gut ist, weil sie glauben, der hackt, dann ist das schon abfuckend. Ja, schon sehr, sehr abfuckend. Und es könnte sein, dass der Bomberman so einer ist, der schon innerlich aufgegeben hat, also der Bomberman von vorhin, weil er einfach auf Shaw stehen geblieben ist und nichts gemacht hat. Das ist schon wirklich Lully-mäßig. Wir gucken mal. Und an alle, ich denke, es ist jetzt schon klar geworden, aber dennoch nochmal an alle, die mich immer und immer wieder fragen, die haben schon einen Bot. Die haben einen Bot. Die Cities haben einen Bot. Die haben zwei Bots, die Cities. Scheinbar hat er sich auch in seinem Team rumgesprochen, dass er am Hacken ist. Ich dachte, jetzt macht er sogar noch ein Teamkill. An alle, die immer wieder fragen, hey, spielst du eigentlich auch mit Zuschauern oder könnt ihr mal spielen und sowas? Leute, ja. In den Livestreams können wir ja zusammen spielen. Dafür sind sie da. Ich stream dreimal die Woche. Jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 18 Uhr. Also jetzt gerade im Moment streame ich, höchstwahrscheinlich. Und jeden Freitag ab 22 Uhr. Und da sind immer Viewer Games dabei. Da spielen wir CSGO, da spielen wir im Moment auch Battlefield 5 und das neue COD, also COD 4. Demnächst dann auch Fallout, GTA 5 Online und so weiter und so fort. Trouble in Terrorist Town, alles Mögliche. Wenn ihr mitspielen wollt, müsst ihr halt einfach nur da sein und mitmachen. Und da gibt es eben auch die ganzen, da gibt es auch die meisten Skins zu holen. Ne? In den Livestreams gibt es immer Skin-Giveaways. Große Sachen, kleine Sachen. Und deswegen, also einfach nur für die, die dann immer wieder fragen. Ich weiß, wenn man ganz neu ist, kann man das ja nicht wissen. Und vielleicht hört jetzt gerade jemand Neues zu und will gerade diese Frage stellen und jetzt habe ich sie direkt geklärt. Ja, verstehe ich? Kommt doppelwurscht. Okay, ich drücke jetzt hier wieder für mich, was ich meine, werde für euch jetzt aber ausschalten. Ich habe heute keine Musik angehabt, fällt mir eben auf. Scheiß die Wand an. Aber was soll's. Und wir sehen uns dann gleich im Stream oder dann eben im morgigen Video. Vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr glaubt, ja. Ich werde auch wieder eine Abstimmung reinmachen, wenn ich es nicht vergesse. Da könnt ihr dann direkt abstimmen, was das wohl ist. Aber wie gesagt, ist auch die Diskussion sehr schön. Also wer diskutieren möchte oder hat einfach kundgeben will, was er so denkt, kann es gerne machen. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.